So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, okay. Also das sind halt zwei wirklich mächtige Waffen, wenn du mal verstanden hast, dass es nicht egal, die komplette Welt bei uns, also diese komplette westliche oder wie soll ich sagen, diese kapitalistische Welt letztendlich, ne, die jetzt quasi auch überall quasi überhand nimmt. Natürlich auch China ist eine Kombination aus Pseudokommunismus und Turbokapitalismus. Also eigentlich haben die einen viel stärkeren Kapitalismus als wir. Und gleichzeitig so kommunistische, komische Elemente, die letztendlich eigentlich nur dafür verwendet werden, um dieses riesige Land mit diesen unfassbar vielen Menschen ja, irgendwie unter Kontrolle zu halten. Mhm. Ja. Im Grunde machen die vieles viel besser wie wir. Ja. Also genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber ja. Und ich will nicht politisch werden hier. Bist du politisch? Nee. Nein? Nee. Finde ich sehr gut. Ich muss einen Schluck Wasser nehmen. Ja, also das ist sehr, sehr wichtig. Klar gibt es da viele Abstufungen davor. Ne? Ich habe es ja eben gesagt, ne? Zum Beispiel Abgrenzung und all diese Sachen. Aber das ist nicht, dahinter gibt es einfach nur diese zwei Sachen. Ne? Wenn du es nicht schaffst, bei einem Kunden die Transformation hervorzubringen, ja? Oder dass er sich quasi in eine Identität schlüpfen kann, in einer gewünschten, dann wirst du letztendlich nie erfolgreich sein, mit egal was du da draußen irgendwie produzierst, anbietest, Handel treibst, egal was. Ne? Es geht immer nur um diese zwei Dinge. Ne? Und jetzt abschließend noch ganz kurz, was ich sagen wollte, okay, was hat das Ganze letztendlich mit dem zu tun, was wir bei Klein Marketing machen? Wir haben uns ja spezialisiert, ne, auf der Matrix, weiß ja noch, gell? Also jetzt machen wir relativ viele Dinge, aber immer noch für relativ verhältnismäßig kleine Zielgruppe, nämlich die IT-Branche und da eben Softwareentwickler, SAP-Dienstleister und so weiter. Hier zum Beispiel, wir hatten zwei, drei Jahre in Kontakt mit einer relativ großen Firma. Dort haben wir versucht, bestimmte Lösungen zu verkaufen. Ich glaube, das war SAP. Und da musst du dir vorstellen, okay, wenn du irgendwie was Neues einführst von SAP, so im Enterprise-Segment, da geht es immer um ein paar Millionen Euro Umsatz. Ne? Und meistens, da gibt es Kaufentscheidungen, die dauern manchmal ein ganzes Jahr oder sogar noch länger. Ja? Und besonders seit dieser Corona-Phase, da dauern Sachen noch länger und was weiß ich. Auf jeden Fall, da haben wir jahrelang immer wieder hingearbeitet, ne? Also nicht jetzt jeden Tag, aber immer mal wieder angerufen, eine E-Mail hingeschrieben, mal wieder einen Teams-Call gemacht und so weiter, immer wieder gequatscht. Dann haben sich dort schon bestimmt irgendwie die Hälfte der Entscheider irgendwie fünfmal gedreht. Ja, dann ist der wieder entlassen worden, dann kam wieder ein neuer, wieder neu hinzugepflegt ins Profiling und so weiter. Und irgendwann nach zwei Jahren wurde dann auch mal die Geschäftsführung ausgetauscht. Ja, also kam einfach mal ganz oben alles neu. Ja, man muss dazu verstehen, dass halt verhältnismäßig kleiner, noch relativ großer, aber immer kleiner werdender auch Bereich in Deutschland wirklich Inhaber oder familiengeführter Vertriebe noch sind. Und auch da teilweise kommen dann irgendwie dann die Cousine oder irgendwer, der sich das dann noch antun will, die Nachfolge anzutreten. Es immer mehr werden dann auch aufgrund der ganzen Probleme, die wir da auch haben, dann verkauft, aufgesplittet und so weiter. Und dann geht das Ganze halt sozusagen in irgendwelche Stock-Exchange geführten Firmen und Konzerne und so weiter über oder werden aufgekauft. Letztens gestern wieder ein Gespräch mit so einer Feinguss Blank heißen die, 100 Millionen Euro Umsatz, 700 Mitarbeiter, seit 1960 gegründet, so ein richtig typischer deutscher metallverarbeitendes Industrieding, gehören seit ein, zwei Jahren irgendwie zu so einem indischen Konzern. Klar, der Geschäftsführer hier noch irgendwas zu sagen oder so, aber letztendlich das letzte Ja oder Nein sagt dann immer dieser Inder. Ja? Und dann spielt er schon wieder nochmal eine ganz andere Musik. Und das dezimiert sich, aber letztendlich unterm Strich war es dann so, dass dort eben, jetzt bin ich leider abgeschweift, aber egal, auch wichtige Informationen, wurde dann irgendwann, also nach zwei Jahren, wurde die Geschäftsführung komplett ausgetauscht. Und dann kam die Geschäftsführung rein und dann hieß es, ja, die sind jetzt halt mal dynamisch drauf. Ne? Eine andere Generation, die gehen aufs Gaspedal und da werden jetzt Entscheidungen gefällt. Da wird jetzt quasi, ja, ein ganz wichtiger Begriff auch,
Opportunitätskosten. Ja, also wenn du jetzt ein Jahr lang länger brauchst, um die Entscheidung zu fällen, was hast du jetzt aufgrund dessen schon wieder an Geld verloren? Ja, das mal versuchen auszurechnen, bitteschön. Da hieß es ja, okay, dieser Geschäftsführer, der macht jetzt die Entscheidung und dann war es auch so, der hat auch dann entschieden. Und das Ding wurde dann auch letztendlich sehr schnell eingeführt, nur leider nicht SAP, ja, aber letztendlich dann so ein Salesforce, ja, also ein Mitbewerberprodukt, amerikanisches. Haben wir jetzt quasi zwei Jahre lang dahin gearbeitet für diesen relativ großen Auftrag. Ja. Und warum? Weil seine Identität war eben die mit Salesforce. Ja. Damit ist er eben die letzten Jahre groß geworden, aufgewachsen. Da war er früher vielleicht mal angestellt, hat dort vielleicht sogar mal irgendwie ein Praktikum gemacht vor 30 Jahren. Das ist sozusagen seine Identität. Hat er dann auch irgendwie Kontakte schon gehabt zu diversen Dienstleistern aus früheren Zeiten, die hat er einfach mitgenommen und so weiter. Da gibt es auch noch so mal so quasi Networking-Geflechte, die spielen auch eine Rolle. Aber generell ist es ungefähr so, du hast halt mittlerweile in manchen Bereichen, im Enterprise-Bereich eben so, das ist das gleiche Prinzip wie bei den Autobauern. Du hast BMW, Audi und Mercedes. Und der ganze andere Rest von den deutschen Autobauern, der ist quasi nicht mehr existent. Und dann gibt es halt die sind halt irgendwie, aus irgendeinem Grund lieben die halt einfach den Audi und welche, die lieben halt den BMW und welche, die lieben halt den Daimler-Benz. Ja? Und der in dem Fall war halt, seine Identität war halt die mit Salesforce. Ja? Und dann ist er da halt reinmarschiert und hat dieses Salesforce-Ding eingeführt für 2 Millionen Euro oder was. Ja? Und hat er halt den Auftrag an seinen irgendwie Salesforce-Dienstleister eben vergeben. Ja? Und eben nicht an SAP in dem einen Fall. Und das hat was mit Identität zu tun. Denn da wurden quasi schon alle Kalkulationen wurden schon durchgemacht und wann lohnt sich was und wie, in welchem Bereich fangen wir an, mit welchem Modul und so weiter von SAP und alles. Das stand schon alles, aber das war nicht mal eine rationale Entscheidung. Ja? Aber der konnte gar nicht anders, als wie Salesforce einzuführen. Weil er hätte das hätte einen Konflikt gegeben mit seiner Identity. Ja? Also das ist zum Beispiel so ein kleines Beispiel, wo ich auch mal wieder sagen muss, dass viele Prinzipien ja, völlig unabhängig davon gültig sind, in welchem Bereich wir uns eigentlich befinden und dass letztendlich am Ende des Tages, selbst bei diesen was wir immer nennen, sei High-End-Segment oder Premium-Segment oder Enterprise, ja, also Lösungen und sowas, ne? Diese ganzen großen Dinger, immer Menschen von Menschen kaufen letztendlich, ne? Oder letztendlich immer der Mensch sozusagen am Ende des Tages dann immer noch eine große Rolle spielt und teilweise würde ich sogar sagen, vielleicht sogar eine größere Rolle, teilweise als wie so in dem Kleinkram, Konsumentenbereich, B2C oder sowas, wo du ja eine Kaufentscheidung unter Umständen innerhalb von ein paar Minuten fällen kannst, wenn du jetzt hier irgendwas für 100 Euro kaufst oder irgendwas, ja, dass es dann sogar dass du es da vielleicht eventuell sogar viel einfacher entmenschlichen kannst, die Kaufentscheidung, als wie bei den ganz großen Dingern. Wo dann, wenn du quasi zum Beispiel zwei, drei große Lösungen miteinander vergleichst, dass dann häufig so das sogenannte Bauchgefühl damit eine Rolle spielt. Ja? Und das kriege ich auch so eins zu eins mitgeteilt. Ja? So mein Bauchgefühl ist hier und da und mein Bauchgefühl ist da und da. Wir reden hier von großen Investments. Was redet da vom Bauchgefühl? Ja gut, es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass wir im Darm auch Gehirnzellen haben. Ja? Also ungefähr so ein Zehntel so groß wie unser eigentliches Gehirn. Das ist also Fakt. Ja. Aber das ist damit auch gemeint, dieses Bauchgefühl ist letztendlich, diese Geschichten sind damit letztendlich gemeint mit diesem Bauchgefühl. Ne. Also ich fühle mich da irgendwie nicht so ganz wohl. Ja, warum? Weil hier ist eine Konfliktsituation. Ja. Jetzt müsste man den erst beackern, bearbeiten, drehen, ja, erstmal zum SAP-Fan machen und so weiter, ne, um den dann trotzdem noch SAP zu verkaufen. Ja. Also das ist dann relativ schwierig. Dann fällt er wahrscheinlich in der Kategorisierung von A-Lied zu B-Lied oder zu C-Lied oder sowas, weil mach mal einen BMW-Fan zum Mercedes-Fan. Das ist ziemlich Aufwand. Ne?
Aber das ist auch genau das sind auch genau die Herausforderungen in diesen gesättigten Märkten, die du haben wirst, wenn du zum Beispiel für solche Firmen arbeitest. Ja, also da wo Vodafone versus Telekom oder sowas, ja, da hast du dann genau mit solchen Sachen, da geht es dann nicht mehr darum, okay, kann das Telefon irgendwie das, genau das wie dieses Telefon, ja, das ist alles das Gleiche letztendlich. Ja, es geht um diese Identitätsgeschichten dann. Ja. Deswegen sind ja auch diese ganzen Audi-Werbungen und das, der ganze Kram. Das hat ja nur noch sehr selten was irgendwas mit einem Motor zu tun. Ja, sondern da wird, was weiß ich, der Jaguar sitzt auf der Motorhaube und was weiß ich, alles die tolle Frau und dies und das und jenes. Es geht immer nur um diese Geschichten, ja, letztendlich. Okay, cool. So, machen wir eine kleine Pause. War ein bisschen Süßigkeiten. Da muss ich mich wieder gedanklich sammeln, wo wir gerade stehen.